Es hätte doch so schön sein können, doch irgendwie ist das eine verdammt enge Kiste geworden mit der Brücke zwischen Bochum und Essen. Komischerweise geht hier nix. Kaum einer kommt durch. Schluss, aus, dann machen wir das Ding halt direkt wieder dicht. Ach ja, dabei hatte es die Stadt Bochum doch nur gut gemeint, aber irgendwie komplett daneben gehauen, sagt heute Walburga Isenmann von der Essener CDU. Schauen Sie sich das doch mal an. Es ist derartig, wenn ich nur meine Hände ausstrecke. Ich bin kein großer Mensch, es ist katastrophal eng. Und wenn man sich jetzt vorstellt, hier fährt jemand durch, einfach so mit seinem Pferdewagen oder mit einem Kleinanhänger oder mit einem normal großen Pkw-Familienwagen, der muss doch hier anecken. Es geht gar nicht anders. 2,65 Meter soll diese Durchfahrt laut Bochumer Tiefbauamt breit sein. Die Kollegin Ines Schulz ist 1,74 Meter und irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass da noch fast ein Meterchen Platz über ihrem Kopf ist. Naja, die neuen Poller zumindest hatten schon ganz engen Kontakt zu so einigen Autos. Die haben hier jetzt aber Sendepause. Nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad darf übergesetzt werden. Man kommt ja kaum noch vorbei. Also das ist wirklich unmöglich. Ne? Man hätte die anders anbringen müssen oder überhaupt nicht anbringen. Aber so in der Art und Weise ist es unmöglich. Das ist ein Verkehrshindernis. Das kann man so nicht lassen. Ich nehme an, das waren keine Autofahrer, die sich das angeguckt haben. Beziehungsweise es ist vom Büro aus geplant worden. Ich weiß es nicht. Spezialisten dazu holen, überdenken und dann die Gelder richtig einsetzen, weil ich habe keine Lust, Steuergelder dafür zu bezahlen, dass hier Kinkerlitzchen gemacht werden. Bei der Stadt Bochum will man heute erstmal gar nicht gerne über das Autochaos und die schon wieder gesperrte Brücke reden, tut's dann aber doch. Ja, die Beobachtung war zumindest, dass es nicht alle Schwierigkeiten hatten. Eine ganze Reihe ist auch problemlos über die Brücke gekommen. Nur wir müssen uns ja auf die normalen Autofahrer einstellen und wenn der dort zu viel Schwierigkeiten hat, dann müssen wir eben für Abhilfe sorgen. Aha, klingt fast schon irgendwie so, als seien die Autofahrer, na sagen wir mal, nicht optimal für diese enge Stelle geeignet. Die Stadt will jetzt an einer Optimierung der Situation arbeiten, sagt man uns weiter. Walburga Isenmann meint, das Ganze wäre nicht passiert, wenn man die Verengung mal getestet hätte. Und der Praxistest, das ist heute bei jedem Auto normal. Warum soll nicht auch mal eine Stadtverwaltung modern denken und einen Praxistest durchführen? Einfach mal selber da durchfahren. Tja, jetzt bleibt die Brücke zwischen Bochum und Essen erstmal dicht. So lange, bis man sich in der Stadtverwaltung etwas überlegt hat, um diese, sagen wir es mal im Beamtendeutsch, suboptimalen Zustände zu beseitigen.